herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Reihe Im Fokus, die Internetredaktion präsentiert. Heute zu Gast ist Magister Roland Stadler. Er ist seit Jahren schon unter anderem Referent für Tourismusseelsorge in der Diözese Gurk. Und wir wollen heute über aktuelle Projekte in diesem speziellen Bereich der Seelsorge sprechen. Lieber Roland, was ist eigentlich Tourismusseelsorge? Tourismusseelsorge begleitet Menschen, ist Seelsorge am Menschen unterwegs. Und mir gefällt dieser Begriff Menschen unterwegs fast ein bisschen besser als Touristen, denn er umfasst in gleicher Weise Gäste in unserem Land wie die sogenannten Einheimischen. Was macht ihr da konkret? Welche Projekte verfolgt ihr? Wir erstellen spirituelle Angebote in unterschiedlichster Weise, aber im Großen und Ganzen kann man es, glaube ich, in drei Kategorien einteilen. Das ist Spiritualität, Schöpfung und Kultur. In beiden versuchen wir, in allen dreien versuchen wir, die Menschen hinzuführen zu einem tieferen Verständnis des Lebens, zu einer stärkeren Spiritualität. Wir versuchen einzutauchen in die Schöpfung und in die Einzigartigkeit unserer Welt. Wir versuchen aber auch, die kulturellen Highlights in unserem Land deutlich zu machen und die Bedeutung für unsere Seele. Schauen wir aufs Konkrete. Wie war die heurige Sommersaison, die ja doch aufgrund von Covid-19 keine alltägliche Saison war? Welche Aktivitäten wurden gesetzt? Und vor allem, das würde ich ganz gerne wissen, wie ist diese neue Reihe, die ja sehr publik ist, dieses Gerede, wie ist das angenommen worden? Ja, wir hatten ursprünglich für den heurigen Sommer einige größere Veranstaltungen auch geplant. Aufgrund der Covid-19-Richtlinien haben wir das leider dann umstellen müssen. Entstanden ist eine Serie Gemeinsam ins Gerede kommen, weil wir gemerkt haben, nach dem Lockdown ist das Bedürfnis groß, miteinander ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig auch in Bewegung zu kommen. Und da haben wir uns gedacht, in kleinen Gruppen gemeinsam unterwegs zu sein, mit spirituellen Impulsen einzutauchen auch und über Gott und die Welt zu reden. Das ist ein schönes und gutes Format. Das ist ganz gut angenommen worden. So waren wir vom Globeiner See, Südkärnten bis in die Hohen Tauern und vom Görschitztal bis nach Hermagor unterwegs. Immer so zwischen 20, 25 Personen. Wir haben es auch so organisiert, dass die Teilnehmerinnen jeweils mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen konnten. Dadurch war es zusätzlich noch ein Pluspunkt auch für unsere Umwelt. Und ja, das Angebot wurde teilweise, wie gesagt, von Einheimischen, aber auch von den anderen, von dem einen oder anderen Urlaubsgast angenommen, weil wir das auch in den Tourismusregionen publik gemacht haben. Ich weiß ja, dass diese Serie noch nicht zu Ende ist. Der goldene Wanderherbst beginnt ja erst jetzt. Es stehen da noch ein paar Programmpunkte. Also wo geht's als nächstes hin? Ja, wir haben noch drei Termine jetzt heuer im Herbst. Einen in dieser Woche noch in der Asten im oberen Mölltal. Wir haben dann noch zwei Termine im Trautal, im oberen und in der Nähe von Ferlach-Kirchenteuer. Ansonsten gibt es aber heuer auch noch einige Klassiker, wie in jedem Wanderherbst, in jedem Pilgerherbst, das ist die Wernberger Kultur- und Kirchenwanderung, aber auch die drei Berge Wallfahrt am Tag. Und als besonderes Highlight heuer auch noch Anfang Oktober feiern wir das Schutzengelfest. Da machen wir mit dem gemischten Chor Sirnitz in Sirnitz eine Engelwanderung gemeinsam mit dem Referat für Spiritualität und Weltanschauungsfragen und nähern uns so diesen göttlichen Boten etwas an. Du bist ja bekannt auch über die Medien, dass du des Öfteren auf Berggipfeln stehst und dort spirituelle Impulse gibst.
Sind diese Adventwanderungen heuer auch wieder vorgesehen? Sie sind vorgesehen, ja, da planen wir nach wie vor daran. In welcher Weise wir das auch umsetzen können, wird sich möglicherweise erst dann kurzfristig entscheiden, wenn wir wissen, wie der Oktober und November verlaufen ist und welche Covid-19-Maßnahmen es für den Dezember gibt, beziehungsweise wie es mit dem Wintertourismus in Österreich grundsätzlich aussieht. Jetzt noch eine persönlichere Frage. Erzähl uns bitte eine Begebenheit, eine Erfahrung von deinen vielen Pilgererfahrungen, die du schon gemacht hast. Ja, was war da ein besonderes Highlight? Besondere Highlights. Also es zum einen, denke ich, sind es die Begegnungen mit den Menschen und einfach das Staunen. Aber ein besonderes Highlight war sicher, als ich mit einigen 90-Jährigen aufs Georgibergerl hinaufgewandert bin am Klobeiner See. Es ist zwar nicht übermäßig hoch, aber für die 90-Jährigen war das wie ein Gipfelsieg am Mount Everest. Und dann die Freude zu sehen und an diesen Menschen. Und sie sind schon seit einigen Jahrzehnten am Klobeiner See auf Urlaub gewesen und haben sich aber nie raufgetraut. Und dann mit mir hier raufzukommen, das war für sie ein jawohl einmaliges Highlight in ihrem Leben. Ja, danke, lieber Roland, für diesen kurzen Einblick in dein vielfältiges Arbeitsgebiet. Ich wünsche dir weiterhin noch viel Freude an dieser Arbeit und nochmals danke, dass du zu uns in die Redaktion gekommen bist. Vielen Dank für das Gespräch.